So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Golden Sun. Ja, ich war mal wieder die letzten Tage beschäftigt und da YouTube irgendwie bei mir keine Bulletins zugelassen hat, weiß Gott warum, konnte ich dementsprechend keine Meldung machen. Da ich heute aber so ziemlich den ganzen Tag frei habe, habe ich mich da jetzt dafür entschlossen, die beiden Videos der letzten beiden Tage nachzuholen. In einem 30-Minuten-Part von Golden Sun. Und, Yoshi Island wird dann heute auch nochmal hochgeladen. Damit ich dann wieder so ungefähr alle Videos nachgeholt habe. Das nur so als kleine Info, wie gesagt, weil ich es ja nicht auf YouTube schreiben konnte, weiß Gott warum. Und ansonsten nichts weiter, okay. Ja, wir sind immer noch in der Höhle von Fujin und versuchen diese Prüfung zu bestehen. Und ja, rein zufällig kam uns dann hier noch dieser Djinn entgegen, den ich dann auch gerne mitnehmen möchte. Einfach draufhauen, wird schon passen. Oh. Das ist blöd, wenn... Okay, das passt schon. Oh, sehr schön, Ragnarök. Das heißt, wir sind jetzt Level 13. Ragnarök ist genau dasselbe wie für Garrett die Hitzewelle. Nur ist Ragnarök etwas stärker als seine Hitzewelle. Was ich denke, was ich dann mal darauf zurückführe, dass Luffy einen weitaus höheren Angriffswert hat. Okay, so viel ist es jetzt auch nicht, aber insgesamt hat Luffy am Ende den höchsten Angriffswert von allen Charakteren. So, wen gebe ich den doch mal? Erstmal sich verbünden und dann kriegt er... Oh. Okay, verändert sich nichts. Ja, aufpassen auf die Stacheln, auch wenn die nicht wirklich wehtun. Das heißt, tut schon weh, aber jetzt nicht so dolle. Ich möchte trotzdem nicht durchlaufen. Ich glaube, hier kommen wir jetzt in den einen Eingangsbereich zurück mit den drei Türen. Ja. Also sind wir hier falsch. Ich glaube, das ist so jetzt auch falsch, aber ich mache es einfach mal. Jetzt hier noch so lang. Dann hier wieder rüberspringen. Und dann noch einmal im Kreis laufen. Tap, tap, tap. Ja, so schwer sind die Rätsel ja jetzt nicht. Und dieses Juwel, das Drachenauge, werden wir jetzt brauchen, um hier weiter zu kommen. Jetzt sind wir ja nicht auf der rechten Seite und es kommt Riefschlemme. Was machen die denn noch hier? Ich kann es ja auch mal zeigen. Ragnarök. Auf den da. Tundra bringt ja eh nicht viel. Die sind Wasserelementar, dann... Okay, Plasma. Und Hitzewelle nur noch den. Wenn die Plasma überleben. Peng. Jo, das dürfte dann gewesen sein. Sehr schön, jetzt überlebt der in der Mitte, weil ich nicht aufgepasst habe. Okay, aber die machen einen Schaden. Das ist jetzt immer absolut gar nicht nennenswert. Und hier sind wir jetzt, wie gesagt, auf der anderen Seite bei dieser Drachenstatue. Ja, eines blinden Drachens. Und nun müssen wir halt das Drachenauge bei dem einsetzen. Jo, und der speit daraufhin Feuer und macht Licht. Und wir sehen da unten auf dem Boden einen Schatten. So, ich als kleiner Knirps habe natürlich überhaupt nicht gewusst, was das jetzt darstellen soll. Inzwischen bin ich etwas älter und habe es dann so herausgefunden. Das ist... Ja, wie ich bereits sagte, halt ein Schatten. Ach ne, hier bin ich ja komplett falsch. Da muss ich lang. Eines unsichtbaren Weges. Weiß Gott warum, der einen Schatten wirft, wenn er unsichtbar ist. Dürfte er eigentlich nicht tun, aber okay, er tut's halt. Also können wir jetzt einfach so rüberlaufen. Könnten wir auch übrigens vorher schon. Auch wenn wir den Schatten nicht sehen. Aber davon ausgehend... Das würde ich jetzt zum allerersten Mal in der Höhle. Das muss man hier einmal komplett dumm... einmal komplett drumherum laufen. Das Geheimnis des Qui soll den Jüngern der Wahrheit enthüllt werden. Ja. Qui ist genau das, was wir durch diesen Ball der Kraft lernen. Wem geben wir das mal? Ihm, er lernt sowieso keine Synergien. Irgendwie so. Nennenswert. Moment mal kurz.
So, ja, entschuldigt bitte. Ich musste kurz noch was machen. Und hab daraufhin den Emulator geschlossen und musste, weil ich nichts gespeichert hatte, nochmal von der letzten Stelle nachspielen. Ich bin auf einen Gegner mehr getroffen, mir hat daraufhin Level 13 erreicht und hat Linderung dazu bekommen. Und Linderung wird nun die Elixiere ersetzen. Habe ich hier noch welche? Nö, gut. Das heißt, von nun an können wir die Teile auch alle wegschmeißen, weil verkaufen bringt kaum Geld und rumtragen verbraucht nur Platz. Und um ehrlich zu sein, gibt es kaum einen Status, der eine Heilung rechtfertigen würde, außer Gift. Ja, wir haben jetzt ja... Achso, den habe ich noch gar nicht angelegt, richtig. Den Ball der Kraft bekommen. Und mit dem erlernen wir die Kraftwelle. Ich mal das durchsortieren wieder. Die müssten wir gleich auch ausprobieren können, wenn ich mich recht entsinne. Bin ich jetzt richtig gesprungen? Hier und lang, okay. Ja. Und wir können diese Höhle damit jetzt endgültig verlassen. Wenn da nicht noch zwei Ex-Männer kommen würden, auch einfach draufhauen, das ist jetzt wirklich nicht so die Rede wert. Und tschüss. Ach, die Hitzewelle hätte hier jetzt doch schon was gebracht. Na egal. Ist jetzt nicht so tragisch. Na, okay. Geh kaputt. Danke. Oh, demnach müsste Ivan dann auch bald soweit sein, dass er seinen Level abbekommt. Junger Meister, hast du den Test bestanden? Ihr habt das Geheimnis des Fushin-Tempels gelöst. Meister Jumpa wartet auf euch. Danke. Geht zum Tempel, blablabla. Werden wir machen, aber vorher werden wir uns noch heilen. Denn wir haben hier einen sehr schönen Synergiestein rumliegen. Ach, gehen wir auf den Weg. Mit wem heilen wir am besten? Mit ihr. Ja, dafür sind Synergiesteine auch gut, um sich einfach mal komplett durchzuheilen. Tap, tap, tap. Und gibt es eine Zwischensequenz? Ja, natürlich gibt es eine. Ausgezeichnet, Luffy. Es freut mich zu sehen, dass ihr das Geheimnis des Fushin-Tempels lösen konntet. Die Kraft, die ihr erlangt habt, nennen wir Mönche Ki. Du scheinst verwirrt zu sein, Luffy. Dies nennt man Kraftwelle in der westlichen Welt. Aber tatsächlich ist es meine eine spirituelle Kraft. Ich werde euch, wie versprochen, lehren. Benutzt diese Kraft, um den Wald zu durchqueren. Was würde geschehen, wenn man diese Energie im Wald freisetzt? Nichts. Haha, ihr seid neugierig geworden, nicht wahr? Monster, die im Verborgenen lauern, werden sich zeigen. Dann würdet ihr versuchen, diese zu besiegen, oder? Natürlich, meine Wände angreifen. Manchmal müsst ihr davon ablassen zu glauben, dass Kämpfen alle Probleme löst. Monster sind feige. Wenn sie bemerken, dass man sie sehen kann, laufen sie davon. Sie sind Kreaturen des Waldes, daher verirren sie sich dort nicht. Zu Deutsch, verhaut Baumstämme, es kommen Affen raus und die laufen weg und den folgt ihr einfach. Tap, tada. Um das zu verstehen, muss man schon beim Wald von Morgul gewesen sein. Und das ist auch schon unsere nächste Station. Ja, 25. Nein, hier unten ist auch schon direkt. Ja. Ja, ihr habt den Affen gesehen. Den müssen wir jetzt rausholen, denn wir haben hier jetzt mehrere Abzweigungen. Und wenn wir den falschen Weg gehen, zum Beispiel hier lang, kommen wir erst in so einen Zwischenabschnitt. Und noch einen Zwischenabschnitt. Und wir sind wieder hier. Dass es so im Kreis geht, ist nicht immer so. Manchmal läuft man auch immer nur durch dieselben Zwischenabschnitte durch. Also, ihr kommt einfach nicht weiter. Entweder ihr probiert so lange rum, bis ihr weiterkommt, oder aber ihr bedient euch der Affen, die hier in diesen Baumstamm hauen. Ja, man kann sie gar nicht bekämpfen. Gut, das ist jetzt aber insgesamt nicht so einfach, wie es aussieht, denn es gibt mehrere Baumstämme und x-tausend Wege.
was bedeutet, dass ihr erst einmal den richtigen Baumstamm finden müsst, den ihr boxen sollt. Wenn ihr den falschen erwischt, kommt euch ein Gegner raus, den ihr bekämpfen müsst. Und ja, teilweise sind diese Baumstämme auch nur schwer zu erreichen, sodass es Gebiete gibt, wo man eigentlich nichts anderes tut, als Sachen hin und her zu schieben, nur um an einen Baumstamm ranzukommen. Kommen wir hier mit der Kraftwelle aus ran? Ich glaube nicht, die ist nicht zu kurz dafür, oder? Peng! Ja, war zum Volltreffer, aber zählt nicht. Das hier müsste zum Beispiel, glaube ich, noch einer sein. Wobei, ich glaube, nee, jetzt kommt der Affe hier raus. Nee, es war ein Gegner. Ja, dann müssen wir uns halt mit dem Affen prügeln. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gibt ein paar Erfahrungspunkte, aber trotzdem. Es hält dann schon etwas auf. Die Affen sind aber zäh als erwartet. Aber so viel sollten wir dann auch nicht aushalten. Sag ich und hau das jetzt schon bei 2 Runden dran rum. Ah, geht doch. Ja, Level 13, juhu, er hat es endlich geschafft. Wow. So, Mia, wen heilst du jetzt mal? Heil dich am besten selbst. Gut. Ja, dann kommen zwischendurch immer solche Schieberätsel und die muss man halt teilweise lösen, um an irgendwelche Baumstämme ranzukommen, um dann den richtigen Weg zu finden. Das ist eine etwas zähe Sache. Deswegen finde ich es noch weit einfacher, einfach so durchzulaufen. Aber da kann es natürlich jeder halten, wie man will. Ich mache jetzt nach dem Lösungsweg. Einfach nur, um euch das mal zu zeigen. Na, reicht für den letzten auch gut. Na. Da hängt eine Nuss, wie ich gerade sehe. Die können wir schnell nochmal mitnehmen. Wo haben wir den Fänger? Ja, für mehr werden wir den Fänger auch nicht gebrauchen, eigentlich nur um irgendwelche Nüsse von den Bäumen runterzuholen. Ja, wir erhalten eine Nuss, die ich auch gleich mal verschieben tue. Habe ich die jetzt weitergegeben? Ja, gut. Und hier haben wir dann den Baumstamm mit dem richtigen Affen. Pom. Dieser Affe ist insgesamt auch etwas irreführend, denn er zeigt nur den richtigen Weg. Es kann aber auch durchaus mal sein, dass sich hinter den falschen Wegen irgendwas verbirgt. Deshalb gehe ich die falschen Wege auch grundsätzlich noch einmal ab. Aber ich glaube, das hier ist vergebene Liebesmüh. Ja. Hier geht es nur um Kreis. Danke. Oh, Knochenkämpfer. Aber wir greifen zuerst an. Das heißt, sie sind damit auch kein Problem. Ja, die Knochenkämpfer sind schon etwas stärkere Gesellen im Wald. Wenn man sich nicht irgendwo mal einigermaßen aufgelevelt hat, dann können die schon etwas härter reinhauen. Oder wenn sie so in Gruppen auftreten mit ihrer Knochenmühle. Na, jetzt haben wir hier schon zwei Baumstämme zur Auswahl. Ich nehme einfach mal den rechten. Und habe den richtigen damit gewählt. Der läuft unten lang, das heißt, ich laufe hier oben einfach mal lang. Oh, und Schattenhauch. Okay, er ist quasi genau das Gegenteil von den Knochenkämpfern. Das ist nicht jetzt eine ganz schwache Variante Gegner. Aber ich glaube, hier geht es auch nur im Kreis, oder? Ja. Und wie sieht es damit unten aus? Können wir unten überhaupt lang? Einfach mal ausprobieren. Ich meine, ich habe Zeit in diesem Falle. Oh. Wo bin ich jetzt gelandet? Maulwürfe, ihr seid kaputt. Sag ich doch. Na, dann hält auch nicht mehr lange durch. Okay, es war im weitesten Sinne, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Hä? Da war es doch in die andere Richtung gerannt, warum? Ach, dann verhau doch mal den... Willst du mich jetzt zerdingseln? Hau den Baumstamm. Okay, da ist nicht. Habe ich abgekürzt? Ach, komm schon. Ich mache jetzt auf die ganz schnelle Variante. Wo haben wir dich? Ich habe noch nicht Epizentrum. Oh Gott. Einfach mit einem Zwergi draufhalten, dann sind sie auch ziemlich bald kaputt. Und ich muss da nicht noch lange rumquälen mit.
Nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt. Oh. Autsch. Okay. Ich glaube, das Zombie-Schwert kann vergiften, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ihr seht schon, wenn man... Die haut schon einigermaßen rein, zumindest als Einzelperson. Und wenn man da nicht gelevelt ist, dann könnte es schon wehtun. Wohin hat denn der Affe gezeigt? Ich meine, der ist doch definitiv... Ach komm, geht mir aus dem Weg. Ja, wow, ein Zombie-Schwert. Knochenkämpfer. Gott, bla, blub. Keine Chance. Der ist doch definitiv hier lang gelaufen, oder bin ich jetzt blöd? Oh, nö, er hat uns zu einer Kiste geführt. Wow. Ach, lass mich raten. Haha. Ich glaube, ich habe gerade Müll erzählt, aber okay. Sorry. Na, erstmal durchheilen. Na, das machen wir am besten mit ihm hier. Deshalb braucht er durch hier weniger Synergie. Weil er sowieso meistens physisch angreift. Ach nö, warum überraschen? Meistens drei Knochenkämpfer. Egal. Sind trotzdem schnell Geschichte, also die Runde sollten auf keinen Fall überleben. Wenn sie nicht alle so der Reihe nach angreifen würden, ja klar, alle auf ein. Ihr habt mich lieb, ich euch aber nicht. Ach, war doch klar, dass ausgerechnet eine überleben müsste. Muss. So, jetzt brauchen wir mal ein Heilwasser. Hahaha. Witzig. Dann müsste hier noch ein Affe drin sein. Okay, es gab zwei Affen, die den Weg angezeigt haben. Der eine den falschen zu einem Schatz und der hier halt zum richtigen. Okay. Also wieder mal viel Lärm um nichts. Ich habe mit der Müll erzählt. Wunderbar. Also die Affen scheinen nicht nur die richtigen Wege zu zeigen, sondern auch den Weg zu irgendwelchen Schätzen. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ich habe die Baumstämme einfach nie gehauen. Ich bin einfach so durchgelaufen. Vielleicht sollte ich mich dann beim nächsten Mal mit solchen Aussagen einfach mal zurückhalten. Ja, danke. Tschüss. Und wir kriegen eine Nuss für nichts. Toll. So, hier muss erstmal der Stein weg. Dann können wir hier nämlich durch. Wir haben unten gerade schon einen Venusstein gesehen. Den möchte ich natürlich auch bekommen. Wenn da nicht irgendwelche Schattenhäupter mir im Wege rumstehen. Ich werde gleich einen kurzen Cut machen. Einfach um zu verhindern, dass das Video asynchron wird. Entschuldigt kurz. So, da bin ich wieder. Das sollte jetzt gehen. Ich hoffe, dass es dann auch passt. Jetzt muss der nochmal wieder zurück den ganzen Weg. Und dann schieben wir dich ins Wasser rein. Und dann können wir hier diesen lustigen Baumstamm boxen. Und der Affe springt von dem Baumstamm in den Baumstamm. Deswegen konnten wir den da eben gerade auch nicht mit der Kraftwelle treffen, weil da noch nicht drinne war. Gegen den werden wir kämpfen müssen. Oh Gott, sind die fett. So, Tundra, Plasma und Zivelle. Oh, Blizzard ist gut. Ich glaube, Blizzard möchte den Angriff hat, aber... Oh, ouch. Ja, Gaia tut weh. Okay, die Grundform noch nicht, aber später Mutter Erde sehr dolle und wenn wir dann auch noch heilige Erde bekommen, dann ist sowieso vorbei. Müsste, glaube ich, der stärkste Venus-elementare Angriff sein. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Schnelligkeit brauchen wir nicht, Widerstand auch nicht, dann eben für die Höhe. So, Eva, mach ihn platt. Na, ich liebe dich. Gut, dann fehlt Isaac nur noch, oder Lucky, nur noch ein Venus-Gen und dann bekommen wir selber Gaia und den ganzen Kram. Schwarz. Ein Belebungs-Gen ist totaler Unsinn, weil sie irgendwie in 50% der Fälle irgendwie nicht funktionieren. Das heißt, wenn man sie einsetzt, wenn man größte Not ist und man hofft, dass sie beleben, dann ist es in der Regel... ein voller Fehlschlag. Also wenn ihr irgendwann mal Venus-Gens
irgendwelche Djinns abzugeben habt, um die Klasse zu ändern, dann macht das mit dem Belebungs-Djinn. Da fehlt euch auf keinen Fall. Da hier brauchen wir noch die Kraftwelle, weil wir haben wieder zwei Wege zur Auswahl. Sturz mir egal, welcher Weg, ich gehe sogar erst den falschen. Aber diesmal ist es auch relativ angenehm hier durchzulernen. Oh, es windet der Wind, wie ich gerade draußen sehe. Ja, okay, nach all den warmen Tagen ist es auch mal dringend notwendig. Na, komm schon. Wobei, ich glaube, du hältst mal den Schnabel und heilst lieber. Ihn hier und du machst so. Und dann haben wir halt im Notfall noch die Flammenwand von ihm. Und dann passt das auch schon. Das sollten sie ohnehin nicht überleben. Und wenn doch, tun sie es halt. Und kaputt und okay, er hat überlebt. Getäuscht. Ich bin echt am Arsch. Ich bin getäuscht. Ich kann nichts tun. Oh, und damit hätten wir auch den Epizentrum. Das Epizentrum. Das ist dann die finale Stufe von Beben und Erdbeben. Das heißt, in dieser Richtung werden wir keine neue Synergie mehr erlernen. Aber damit hat Epizentrum, ich glaube, auch mit den größten Radius. Wie man sieht, man kann bis zu 7 Gegner damit treffen. Ein Zentrum und dann 3 davon ausgehend an den Seiten noch. Also das ist, glaube ich, der größte Angriff, den man halt so haben kann. Ich glaube, einige Venus, einige Jupiter-Synergien sind noch genauso groß. Wobei ich glaube, Lichtplasma erreicht sogar noch mehr Gegner. Ne, nicht Lichtplasma, sondern Funkenregen. Ja, hier haben wir wieder einen bösen Affen. Ich habe mich mal wieder verboxt. Aber so schlimm ist es auch nicht. Und jetzt, wo er seinen Angriffswert auch noch gedenkt hat, sowieso nicht. Autsch! Ja, ihr habt es gesehen. Der Raubzug macht Schaden. Und es wäre sogar noch mehr geworden, wenn wir nicht noch seinen Angriff hätten geschwächt. Wobei, so viel wäre es natürlich auch nicht geworden. Dann wären es statt 40 vielleicht 55 gewesen oder so. Gut, jetzt muss ich einfach wieder durchheilen. Du einmal und du einmal und dich auch einmal und dann sind wir wieder voll. Und dann muss hier der letzte Affe drin sein, denn es gibt auch hier wieder einen Schatz. Oben ist dann ein falscher Weg dementsprechend. Und unten geht's weiter. Und ich glaube, hier müsste es schon etwas sinnvollere Item geben, als irgendwie, was war es beim letzten Mal? Ich glaube, ein Apfel oder so. Könnte ich theoretisch gesehen auch mal verbrauchen, ich weiß nur nicht an wem. Das Elfenhemd, das ist sehr schön für... Wo habe ich die Nuss bekommen? So, die geben wir mal an dich und heb Schnelligkeit an. Und ihr seht schon, der Geschwindigkeitsboost ist gar nicht schlecht mit 1,5 mal... Also multipliziert, das ist sehr gut. Ja, dem geben wir das mal. Also ich würde sagen, vorzugsweise eigentlich Mia. Sie hat eine relativ schwache Verteidigung. Und als Heilerin sollte sie dafür ziemlich schnell sein eigentlich. Auch wenn sie dafür jetzt auf ein paar PP verzichten muss. Ja, ich denke, das passt schon so. So, was können wir mit dem Adeptenkleider machen? Niemandem geben, dann bekommt er sie zum Verkauf. Ja, Geld ist so ein bisschen meine Müllhalter. Der bekommt alles, was ich so nicht mehr brauche. Wow, ein Maulwurf! Mia ist immer noch langsamer als alle anderen. Aber zumindest jetzt nicht mehr so ganz erbärmlich langsam wie vorher. Was für anstrengende Schieberätsel. Wie könnte ich darauf kommen, dass der Stein in dieses Loch muss, nachdem ich das schon mindestens zweimal gesehen habe? Na egal, es hat zumindest einen Versuch wert. Okay, ich glaube... Ja, die sollten alle mit dem... mit der komischen Seele... irrende Seele zurechtkommen und wir können dann... Also meine Männer können dann die Typen da kaputt hauen. Hahaha, er hat versucht, Energie einzusetzen und ist dabei gescheitert. Das heißt aber, dass er jetzt normal angreifen würde, wenn er könnte.
Okay, Mia lernt nichts, aber es ist schön, dass sie als zweites immer dran ist. Dann bekommen wir relativ schnell neue Heilpsynergie. Ja, und in den nächsten Baumstamm rein war zu erwarten. Ich bin falsch abgebogen, fällt mir gerade auf. Ich muss hier unten lang dann irgendwelche Seelen bekämpfen. Machen wir am besten mit Tundra und Plasma. Und den Schattenhaupt überlasse ich Garrett. Na, das dürfte das für die irrende Seele ganz links gewesen sein. Okay, für die Mitte auch. Und nur das Schattenhaupt lebt noch. Aber es gibt Münzen, nur das nicht zu knapp. Das ist doch schon mal sehr schön. Achso, ich muss natürlich nochmal außen rumlaufen. Es wäre auch viel zu einfach gewesen, einfach den kurzen Weg zu öffnen. So, hier rein ist der Affe gesprungen. Das heißt... Entschuldigt kurz. Husten. Unten ist er lang gegangen. Das bedeutet, dass wir jetzt hier... Ja, hier ist nichts Besonderes. Hier geht es nur im Kreis. Und das sogar gleich viermal. Noch mehr Knochenkämpfer. Juch, hey. So, kaputt. Kaputt. Kaputt und kaputt. Aber sind wir hier auch bald durch den Wald von Morgall. Ja, das dürfte es doch schon für die ersten gewesen sein. Und Mia ist jetzt immerhin so schnell, dass sie noch vor den Gegner drankommt. Das heißt, sie muss nicht mal die schnellste sein, sie muss einfach nur ausreichend schnell sein, um halt möglichst schnell angreifen zu können. Der Feuerball, sehr schön. Und eine Schlafbombe, okay, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Brauche ich Ragnarök? Eigentlich auch nicht so unbedingt. Aber wenn wir so kurz vom Boss stehen. Aber ich glaube, der ist eh Venus-basiert. Von daher schmeiße ich nur kurz die Schlafbombe zu Garrett. Der hat gar keine mehr. Okay. Weil mir sicher hätte schon mal eine Schlafbombe gefunden, aber okay. Ja, wir sehen hier einen Baumstamm. Der hat Angst, der möchte nicht noch einmal rausgeboxt werden. Und den Baumstamm können wir so auch nicht verhauen. Das heißt, wir ignorieren ihn einfach und gehen weiter. So, dagegen hat jetzt allerdings Big Mama etwas. Also die ganz große Variante von einem Affen. Der Killer-Affe. Ich kann ja mal versuchen, was Ragnarök macht. Mia verschenkt seine, ihre Synergiepunkte in Tundra. Du könntest... Nee, schneller müssen wir nicht werden. Hoffe ich zumindest mal, das sehe ich gleich. Nee, ich glaube, Aufprall erstmal auf Garrett. Und du könntest dann die Hitzewelle mal benutzen. Schwächer, wow. Oh, das ist blöd, fällt mir gerade auf. Weil dieser Affe ja hauptsächlich auf physischer Basis angreift. Das heißt, wenn schwächer funktioniert, dann macht er mehr Schaden. Okay, dieser Affe ist auf jeden Fall gegen Feuer empfindlich. Das heißt, wir greifen weiter mit Ragnarök an. Du kannst es dann komplett lassen, weil ich denke mal, dass Merkur-Synergie da nicht allzu viel bringen wird. Aufprall nochmal auf Garrett und der haut mit seiner Hitzewelle wieder zu. Warum ist der bitte schön gegen Feuer schwach? Das ist ja totaler Unsinn. Ja, okay, dann ist es tatsächlich Merkur. Nee, Jupiter scheint zu sein, okay. Oder aber er hat gar kein Element, gegen das er besonders schwach ist, besonders stark ist. Bleibt ihm egal, wir machen einfach nach gewohntem Prinzip weiter. Nee, ich glaube, Schnelligkeit brauchen wir das wirklich nicht. Wobei, ich könnte mit Mia mal Kaisir benutzen. Denn zumindest der Versuch, seine Attacke zu schwächen, ist schon gar nicht so schlecht. Und du hältst weiter mit Hitzewelle drauf, bis es nicht mehr geht. Das klingt für mich nach einer guten Taktik. Und nochmal schwächer. Okay, so langsam wird es nicht ganz so schön. Na? Okay, das klappt auch nicht. Okay, es ist ein Boss, das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber dann können wir mit Mia jetzt irgendwas heilen. Wer brauchst du mal? Ja, eigentlich nur Luffy, okay.
gerade mit aufgefallen, nochmal ihm. Nein, nicht normal angreifen, sondern mit der Hitzewelle. Und dann können wir gleich mal eine Reide zum Zug kommen lassen. Ja, geht denn noch? Na, gerade Evans Verteidigung. Danke. Aber der Affe sollte jetzt hier schon kaputt sein. Also wenn man Naturaus geschafft hat, dann sollte dieser Affe nicht sein. Er hat nicht mehr richtig angegriffen. Oh, Sturmblitz. Sehr schön. Aber er gibt immerhin ein paar XP. Und wir bekommen einen Regentropfen. Den Regentropfen gebe ich direkt mal mir, denn da kommt eh nur eine Merkur-Synergie raus, nicht der Regenschauer. Gin-mäßig könnte ich dich wieder hier komplett herstellen. Wir haben nicht mal wirklich Schaden, aber er hat einmal angegriffen und hat nur geschwächt, also bitte. Was für ein Scherz. Ja, ich werde das trotzdem jetzt erstmal abspeichern hier. Und damit haben wir den Wald von Morgul auch hinter uns gelassen. Und ich hoffe, dass ich ihn so schnell auch nicht wieder durchqueren muss. Und da vorne haben wir das nächste Dorf. Das Dorf Fjan. Hier könnten wir uns neue Ausrüstung kaufen. Das werde ich einfach mal lassen. Aber wir werden für 40 Münzen in seinem Hotel übernachten. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt in Fjan sind, dann ist der Weg zum Enthüller auch nicht mehr weit. Das heißt, wir können uns hier bald mal etwas umschauen. Ne, da oben möchte ich gar nicht hin. Ihr seht schon, dieses Dorf ist etwas asiatisch angehaucht. Mit den Häusern und mit Schriftzeichen und all das Ganze und auch die Musik. Und da oben ist ein Merkur-Djinn. Und um an den ranzukommen, müssen wir mit der großen Dame sprechen. Die holt nämlich immer regelmäßig Wasser. Und wenn wir sie ansprechen, lässt sie es fallen und es entsteht eine Pfütze. So, die gute Frau ist jetzt zwar ziemlich wütend, aber diese Pfütze können wir nutzen, um sie mit mir einzufrieren. Das geht nur einmal. Danach müsste man das Gebiet verlassen und wieder neu betreten. Das heißt, man sollte die Dame so ansprechen, dass die Eisdolle auch etwas bringt. Und man mit ihr zum Merkur-Djinn hüpfen kann. Ja, danke. Der Nebel. Das dürfte eine Gruppenheilung sein. Nee, okay. Schlaf. Und wenn wir auch schon Mias Djinn geholt haben, dann kann ich ja ganz schnell einmal dieses Dorf nochmal verlassen. Denn ich glaube, ich habe schon mal angekündigt, es gibt auch Djinns auf der Weltkarte. Wenn man nichts von denen weiß, dann findet man die in der Regel immer nur zufällig. Finde ich etwas blöd, ehrlich gesagt. Wenn man sich nicht darauf einstellen kann, ob man so einen Djinn findet oder nicht. Meinen allerersten Djinn habe ich zufällig gefunden, danach ist mein Gameboy abgestürzt und ich musste also mal spielen und habe den Djinn nie wieder gefunden. Aber das war auch so der Moment, wo ich dachte, Djinns gibt so unendlich viele. Aber nein, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Djinns und diese Djinns kommen auch nur in einem ganz bestimmten Gebiet vor. Ich glaube, hier müsste einer rumlaufen. Das heißt, wenn ich hier jetzt das richtige Gebiet finde, so diesen ganz kleinen Punkt auf der Weltkarte, dann kommt so ein Djinn zum Vorschein. Ah, sehr schön, dass wir zuerst angreifen. Das heißt, wir können direkt einfach mal so physisch draufhauen. Ja, sehr schön. Jetzt sollten wir nur nicht kaputt machen, denn Djinns geben in der Regel immer relativ viel Erfahrung. So, das ist jetzt blöd, wenn du mit drauf haust, also schwächt Attacke klingt gut und du hast auch nochmal so drauf und du haust nachträglich nochmal. Und du, Gazia, mach ihn platt. Und schäm dich doch. Aber immer, der hat doch das überlebt. Okay, verteidigen, danach den Nebel nochmal probieren. Zum Glück haben wir jetzt einen weiteren Merkur-Djinn. Aber das dürfte es jetzt gewesen sein. Na bitte. Und damit haben wir für alle Charaktere dann auch insgesamt jetzt 3 Djinns. Denn Corona. Oh, Corona. Das hört sich gut an, ist es. Ich glaube, das müsste ein anderer Djinn gewesen sein. Ich glaube, der hier erhöht nur ganz normal die Verteidigung. Oh Gott, und Gareth bleibt so ewig langsam. Okay, mir wird aber auch nicht insgesamt schneller, von daher. Warum sind die alle so schnell und. Oh Gott. Egal, wir laufen wieder zurück nach Fjan.
Denn auch dort geht storytechnisch etwas weiter. Ach komm schon, ich zeige euch mal Epizentrum, die letzte Entwicklung des Erdbebens. Und Sturm, das kann ich dir auch nochmal zeigen. Und Feuerball, die Entwicklung vom Feuer, zeige ich dann auch nochmal. Ja, Sturmblitz, die Weiterentwicklung von normalen Blitz, einfach ein bisschen mehr Blitz mit drinne. Das dürfen die meisten schon nicht überleben, oder? Ja. Und Feuerball, wenn er dann drankommt, macht den Affen dann auch gleich kaputt. Ja, jetzt kommen schon ein paar mehr Feuerbälle eigentlich. Wow, aber er hat es überlebt, also wir können den Affen lassen, er hat Ausdauer. Na, sind wir gleich da? Ja. Okay, jetzt dürfen wir uns nochmal heilen gehen, aber okay, 40 Münzen haben wir in den Kämpfen wohl locker bekommen. Und dann ist auch bald Zeit, diesen Part einfach mal zu beenden. Ja, wir haben uns erholt. Ich denke, ich mache hier jetzt Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.